Hallo miteinander, ich begrüße euch herzlich zum Vortrag von Patrick Stählin, auch Paki genannt, zum Thema Geheimdienstaufsicht in der Schweiz. Vor wenigen Jahren, die digitale Gesellschaft war auch daran beteiligt, die digitale Gesellschaft war an dem Referendum gegen das neue Nachrichtendienstgesetz beteiligt und seitdem haben wir ein neues Nachrichtendienstgesetz und mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz gab es auch ein, zwei neue Instrumente, um den Geheimdienst, der sonst so schlecht kontrolliert wird, zu kontrollieren. Und Patrick wird euch jetzt erläutern, ob diese Kontrolle funktioniert oder nicht und stellt euch zusammen, fasst einen ersten publizierten Bericht zusammen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Und wie geht das jetzt eigentlich für den Hauptteil in diesem Vortrag? Dann ist noch der Chef VBS, was immer, auch immer die IA-VBS ist. Ich habe es nicht rausgefunden. Google findet da irgendwie nichts. Das muss ich mal noch nachfragen. Dann Nachrichtendienst. Die überwachen eigentlich so ein bisschen die Tätigkeit des Nachrichtendienst, also quasi auch die fachliche Überwachung. Dann haben wir die Finanzdelegation, die mit der EFK, der eidgenössischen Finanzkontrolle, dann die Finanzierung des Nachrichtendienstes überprüft oder sollte zumindest. Ich habe auf die Schnelle keinen Bericht gefunden der EFK und die sind ja eigentlich auch nicht bekannt dafür, dass sie zimperlich mit der Kritik umgehen. Darum fände ich es mal noch spannend, wenn die Finanzkontrolle dort mal ein bisschen reinschaut. Dann haben wir noch die unabhängige Kontrollinstanz, die UKI. Die besteht aus verschiedenen Departementsmitarbeitern vom BAKOM, vom VBS, glaube ich nochmals vom VBS. Die kümmern sich so ein bisschen um die Kontrolle der Funk- und Kabelaufklärung oder nur der Funkaufklärung, wahrscheinlich beides. Ist diese rechtsmäßig, werden die Selektoren gut ausgewertet und so weiter. Dann haben wir der EDEP, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, der so ein bisschen die Datenbearbeitung innerhalb des Nachrichtendienstes anschaut. Und noch das Verfassungsgericht haben wir ja leider nicht, sondern das Bundesverwaltungsgericht, das Maßnahmen, die dann auch von der UKI quasi wieder überprüft werden, genehmigen kann. Also es sind Kabelaufklärungen, das ist Telefonabhörung und so weiter. So. Das mal so ein bisschen als Überblick. Der Vortrag ist eigentlich als Einstieg gedacht, aber es gibt halt sehr viele Kürzel und so weiter. Das heißt, wenn euch irgendwas nicht klar ist, dann fragt am besten laut, weil ich sehe nicht wirklich, wer da im Publikum sitzt. Genau. Also, die Geschäftsprüfungsdelegation, die GPDEL genannt, die setzt sich aus drei Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission des Parlaments zusammen. Die werden ständig über sicherheitsrelevante Themen informiert. Das heißt nicht nur nachrichtendienstlich, sondern auch
zum Beispiel, wenn der Bundesrat für die finanzielle Sicherheit der Schweiz die UBS unterstützt. Das wurde zum Beispiel auch von der GPTEL dann angeschaut, weil die Geschäftsprüfungskommission zum Teil für hochgeheime Unterlagen da keine Befugnisse hat, dort reinzuschauen. Und die GPTEL kann dann auf begründeten Verdacht eine Untersuchung einleiten, machen sie auch relativ häufig. Zum Beispiel gab es den Bericht über die Funkaufklärung 2007, der Unix-Bericht, falls euch der was sagt. Dann gab es über das ISIS-System, das heißt wirklich so, beim Nachrichtendienst gab es einen Bericht, das war jetzt auch wieder in der Presse, Fischierung von Zeitungsberichten, das heißt, wenn eine Parlamentarier irgendwo spricht, dann landet sie in den öffentlichen Datenbanken des Nachrichtendienstes. Und zur Krypto-AG wollen sie jetzt anscheinend auch eine Untersuchung machen, neben einer PUC, mit einer PUC, mit dem Bericht des Bundesrates. Wir wissen es noch nicht so genau. Nun ja, das war die GPTEL, das ist quasi die parlamentarische Aufsicht. Dann gibt es die Aufsichtsbehörde Nachrichtendienst. Die wurde mit einem neuen Nachrichtendienstgesetz geschaffen und existiert, wie das neue Nachrichtendienst, seit 2017. Die ist administrativ, wie auch der Nachrichtendienst, wie auch die UKI, dem VBS zugeordnet. Ist halt so, weil ist Gesetz. Die Aufsichtsbehörde, die erstellt Jahresberichte, also bis jetzt einen, weil sie hat 2017 angefangen, dann haben sie mal Leute eingestellt. Und so wirklich operationell sind sie jetzt und die großen Prüfungen sind dann, glaube ich, in diesem Jahr oder letztes Jahr. Wie gehen sie vor? Es gibt mal eine Planung, was sie machen wollen. Dann werden wir quasi mit den prüfenden Stellen besprochen. Geht das so? Haben wir was übersehen? Was sollten wir sonst noch anschauen? Also ist sehr nah dann am Nachrichtendienst. Und dann noch die Vernehmlassung dazu quasi, was das sind unsere Resultate, sagt, was wir falsch gemacht haben oder was wir nicht verstanden haben. Das sind so die Bereiche, wo sie sich drum kümmern. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber es geht wirklich um eigentlich jeden Bereich des Nachrichtendienstes. Und das ist jetzt alles, was dann am Schluss in diesem Bericht steht, sind sehr kurze Abschnitte, meistens drei Abschnitte, was sie ungefähr angeschaut haben und was für Empfehlungen sie etwa ausgesprochen haben könnten. Es ist so ein bisschen, also es ist sehr vage. Hier ging es um die Kontrolle aller Datenbanken, also sind die Datenbanken beim EDUB registriert, sind die Einträge richtig, damit der EDUB überhaupt seine Arbeit machen kann. Und hier ist so ein bisschen unklar, was jetzt da ist, haben sie dem EDUB Datenbanken verschwiegen, gibt es Einträge in den Datenbanken, die so nicht sein sollten, was irgendwie beides komisch wäre, weil eigentlich ist im Nachrichtendienstgesetz beziehungsweise dann in der Verordnung zum Nachrichtendienstgesetz sind die einzelnen Datenbanken drin, dort ist auch drin, was in den Datenbanken gespeichert wird. Also ein bisschen unklar, aber naja, es ist jetzt mal so. Dann geht es um die Einhaltung von Auflagen bei der Umsetzung der genehmigungspflichtigen Bewilligungsmaßnahmen. Darum haben sie es wahrscheinlich auch abgekürzt hier im Bericht. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Aufträge, dazu kommen wir dann später noch, prüft die, nicht die Aufträge, sondern die Anträge des Nachrichtendienstes. Und das Bundesverwaltungsgericht sagt dann, ja, könnt ihr machen, nein, könnt ihr nicht machen oder ja, könnt ihr machen, aber nicht für diese Person, nicht für diese Person. Und so weiter. Also sie sagen, wir würden gerne Simon überwachen, weil er ist, keine Ahnung, Bündner und hat einen Bart. Das ist dann wahrscheinlich kein Grund, aber als Mitglied der digitalen Gesellschaft, das geht dann wieder. Und jetzt anscheinend
hat das Gericht irgendwie irgendwas nachgefragt und sie haben dann dem Gericht nicht fristgemäß geantwortet und man weiß jetzt bei dieser Überprüfung wieder nicht, was ist genau geschehen, wie ist die Vorgeschichte. Es steht da einfach, naja, es wurde irgendwas nicht mitgeteilt, wir finden das nicht so toll, aber ist halt einfach so, wir empfehlen das anders zu machen. Dann gibt es noch interessante Hinweise in diesem Bericht. Hier steht, dass sie eine Software haben, bei der sie in fremde Computersysteme eindringen können. Das war mir jetzt persönlich noch nicht bekannt, dass sie diese Software schon haben, aber anscheinend existiert entweder die Software, es gibt einen Prozess dazu, den sie geprüft haben, oder es wird bereits aktiv durchgeführt. Das ist aus diesem einzelnen Satz nicht rauszulesen, aber es gibt anscheinend Prozesse, die aufgegleist werden oder aufgegleist sind. Dann wird auch iteriert, sie haben jetzt neu ein Erinnerungssystem bei den genehmigungspflichtigen Maßnahmen, die sie durch E-Mail unterstützt, irgendwas abzuschalten, einzuschalten, zu ändern, ich weiß es nicht so genau. Aber das war für die Aufsichtsbehörde gut genug, dass sie sagen, ja, das wird ja jetzt besser mit dieser automatisierten E-Mail-Lösung, wir müssen da irgendwie keine Maßnahmen mehr sonst irgendwie empfehlen. Ja, ich glaube, ich sehe, wo es so ein bisschen hingeht oder auf was ich hinweisen will. Es ist alles sehr schwammig und am Schluss fehlt mir so ein bisschen die kritische Distanz, um auch zu sagen, es geht hier um unsere Daten, schaut doch gefällig, dass ihr euch, dass ihr die dann irgendwie wieder abschaltet, dass ihr euch selbst eine E-Mail schreibt oder was auch immer. Dann geht es hier um Selektoren. Selektoren sind Suchwörter quasi, die man bei der Kabelaufklärung und der Funkaufklärung braucht. Und hier auch wieder so ein bisschen die ungenaue Sprache. Es wurden 3 Stichproben gemacht. Ja, was heißt das jetzt? Wurden 3 Themengebiete angeschaut? Oder wurden 3 einzelne Selektoren, wie ABC-Waffen oder was auch immer, Uran oder, keine Ahnung, mein Name, weiß niemand. Und spannend hier finde ich noch, dass 20% der Selektoren nicht eingegeben wurden. Das heißt, das Zentrum für elektronische Operationen hat den Auftrag, 20% mehr zu überwachen, aber sie tun es nicht. Warum ist hier ein bisschen, ist hier irgendwie auch wieder unklar, das steht nicht im Bericht drin. Waren die Selektoren zu viel? Waren sie offensichtlich eine Verletzung der gesetzlichen Grundlage? Was ist hier der Fall? Dann auch wieder bei den Selektoren, es geht hier um die Kabel- und Funkaufklärung übrigens, also einer der größten Kritikpunkte der digitalen Gesellschaft am ganzen Gesetz. Und hier steht jetzt, in dieser Verordnung steht drin, Artikel 2 Absatz 5 sagt, dass das Zentrum für elektronische Operationen, welche die Kabelaufklärung durchführt, dass die anscheinend Selektoren zurückliefern können als Vorschlag, den Nachrichtendienst unterbreiten, hey, such doch noch nach diesen Selektoren, dann grenzt ihr das eventuell mehr ein oder weitet das mehr aus. Und die Überprüfung hat jetzt hier ergeben, dass so wie das praktiziert wird, wahrscheinlich nicht der Verordnung entspricht. Auch hier wieder ist das, was bedeutet das jetzt für die Grundrechte, was bedeutet das für das Gesetz? Steht nur, wahrscheinlich reicht die Grundlage nicht. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, wir empfehlen, die Verordnung so anzupassen, dass es dann wieder passt. Ja, solange wir nicht wissen, was geändert wird oder was vorgeschlagen wird, können wir diese Aussage eigentlich nicht bewerten. Es ist weder positiv noch negativ. Ja. Dann hier ist ein bisschen eine Textwand. Sorry für das. Überfliegt es kurz. Es geht hier eigentlich um Informationssicherheit bei der Stelle, die die Kabelüberwachung macht, das heißt, die wahrscheinlich 90% des Internetverkehrs überwachen kann. Und
Der Prozess für die Sicherung der Informationen ist ansatzweise in Form von Präsentationen skizziert. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ist ja alles gut. Irgendwie ab Mitte 2020 haben sie so ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Ich weiß nicht, ob das dann wieder drei PowerPoint-Slides mehr sind oder so. Ja, weiß man ja nie. Ja, ist alles so ein bisschen. Ich finde, sie schauen die richtigen Sachen an, haben die richtigen Ideen, aber entweder schreiben sie es in diesem Bericht nicht oder haben intern die Weisung, irgendwas ein bisschen sanft zu sein zum Nachrichtendienst, weil man ist ja auch irgendwie in der Verwaltung angestellt, was auch immer. Darum habe ich im Bericht noch einen Hinweis gefunden auf einen Code of Conduct, den sie sich selbst auferlegt haben. Dann als nächstes natürlich mal nach dem gegoogelt und wenn Did You Mean kommt, heißt es meistens, Google findet das irgendwie nicht. Aber ich habe eine BGÜ-Anfrage gemacht und habe tatsächlich den Code of Conduct bekommen. Und grundsätzlich steht nichts Falsches drin. Man betont, dass man unabhängig sein will, weil man das sonst das Ansehen beschädigen könnte. Plus die bürgerliche Mehrheit hat ja quasi gesagt, diese Aufsichtsbehörde braucht es gar nicht. Die Mehrheit im Nachrichtendienst hat auch gesagt, diese Aufsichtsbehörde braucht es nicht. Man hat es dann aber trotzdem reingenommen in das Paket rein, das neue Nachrichtendienstgesetz. Ja, bis ich diesen Satz dann gefunden habe, was so ein bisschen erklärt, warum diese Berichte alle so ein bisschen schwammig sind und zu wenig kritisch. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil uns wurde ja diese Aufsichtsbehörde als unabhängig und sehr stark, die Prozesse werden belastet vom Nachrichtendienst, es werden Leute sterben, weil man die Terroristen nicht früh genug findet. Und dann schreibt sich diese Behörde, die unabhängig sein soll, dann so etwas in den Code of Conduct rein, das finde ich ein bisschen stark. Aber ja, genug zur Aufsichtsbehörde, zum Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht, habe ich einleitend gesagt, entscheidet über diese Beschaffungsmaßnahmen, also Kabelüberwachung vor allem. Das sind 80 Richterstellenprozente und die sind auf 4 Richter verteilt. Also die Leitung, die arbeitet 50% für Nachrichtendienstentscheide und die anderen 3 je 10%. Plus auch noch, glaube ich, ein Pike-Element, ich weiß nicht genau, wie das ist, und 4 Gerichtsschreiber. Und die haben anscheinend wirklich so einen abgeschlossenen Raum, wo es auch kein Putzpersonal gibt. Also sie müssen selbst alles putzen. Ihre Geschäftsverwaltung machen sie mit Excel und ihre Geschäftsdaten, ihre Falldatenbank sind verlinkte Word-Dateien. Vorsitz hat die Leitung der Abteilung 1 des Bundesverwaltungsgerichtes. Das hat jetzt wieder gewechselt, also nicht wie es ist. Also die Person hat gewechselt, aber es ist immer noch die Leitung der Abteilung 1. Fallzahlen, aber wie viele Anfragen gibt es? Wenn keine bekannt gegeben, auch keine anderen Informationen. Darum haben wir mit der digitalen Gesellschaft den Vortrag von der damaligen Vorsitzenden Salome Zimmermann besucht. Das war ein Vortrag vom Anwaltsverein Zürich organisiert und haben da ein paar kritische Fragen gestellt. Herr Nani Marquez war auch dabei, es war sehr lustig. Titel des Vortrags war geheim und trotzdem korrekt. Und so Key Takeaway für mich war, dass sich die Vorsitzende beklagt hat, dass es doch mühsam sei, alle 3 Monate diese Bewilligung neu auszustellen, was dann auch mein Vertrauen so ein bisschen erschüttert hat, wenn man sich
beklagt, dass man alle 3 Monate dieselben Grundrechtsverletzungen nochmals abstempeln muss oder abstempeln. Die werden einfach abgestempelt. So mein Fazit daraus. Nicht, dass ich den Vorwurf mache, sie haben einfach sehr wenige Informationen zur Verfügung. Und es gibt noch so ein paar Details. Sie hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und irgendwie gesagt, ja, wir müssten die Nachrichtendienstmitarbeiter, die bei diesen Anhörungen entweder dabei sind oder per Videokanal zugeschaltet werden, die werden am Anfang darauf hingewiesen, dass sie laut ihrem Arbeitsvertrag dafür verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen. Das finde ich ein bisschen spannend, dass man die Leute darauf aufmerksam machen muss, dass sie die Wahrheit sagen müssen. Ja. Gut, und dann sind wir eigentlich schon beim Fazit, ein bisschen schneller, aber ich denke, die Geschäftsprüfungsdelegation, die erledigt den Job eigentlich relativ gut. Auch die Berichte, die sie erstellt, die sind gut. Also sie ist eindeutig zu klein mit 3 Personen. Vor allem, wenn man sieht, mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz hat es geheißen, wir müssen nur irgendwie 10 neue Leute einstellen, um diese Last dann zu stemmen durch die neuen Maßnahmen, die wir hier kriegen. Aber ja, jetzt will, glaube ich, Viola Amherd nochmals 50, 90 Leute einstellen für den Nachrichtendienst. Und die Geschäftsprüfungsdelegation ist seit 1992 eigentlich immer noch, oder 93, hat die gleiche Größe. Also ich denke, da müsste man wahrscheinlich noch an eine Aufstockung denken. Vor allem, die Aufgaben werden ja auch immer größer, die Verwaltung wächst auch so ein bisschen. Und die GPDL ist ja nicht nur die Oberaufsicht über die Geheimdienste, sondern quasi über alles, was so Staatsgeheimnis ist. Das Bundesverwaltungsgericht habe ich ein Fragezeichen gemacht. Der Vorsitz hat es geändert. Ich nehme an, die Gerichtsschreiber sind noch dieselben. Da sehen wir einfach nicht rein. Die Vorsitzende dazumals hat gesagt, dass die Fallzahlen im neuen sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrats oder des Nachrichtendienstes, dass dort Fallzahlen drin sein sollten. Der Vortrag war, glaube ich, 2018. Das heißt, es müsste 2019 dann veröffentlicht worden sein. Ich habe beim schnellen Überfliegen keine Fallzahlen gesehen im Bericht, außer halt, die Welt ist böse und was man halt sonst in diesen Berichten so drin steht. Und die Aufsichtsbehörde Nachrichtendienst, die erfüllt hat die Pflicht nach Gesetz, laut dem, was sich jetzt quasi durch den Bericht und durch die Prüfanordnung feststellen konnte, aber sie macht auch nicht mehr. Also mir fehlt da wirklich so ein bisschen das Kritische, das Nachbohren. Vielleicht machen sie das, vielleicht tue ich jetzt ihnen Unrecht, aber für mich ist das keine wirksame Aufsicht so. Aber sie haben, was man sagen, durch die Berichte hat man halt auch Einsichten in den Nachrichtendienst, die man so nicht hat. Es ist so ein bisschen wie sich ein Mosaik zusammensetzen, um so ein bisschen mehr über die internen Vorgänge dort drin ein bisschen Einsicht zu bekommen. Was natürlich der Transparenz so ein bisschen hilft, aber eben, ihr habt ja die Ausschnitte gesehen. Ja, dann sind wir eigentlich schon soweit. Falls noch irgendwie Fragen sind, nur zu. Ich bin auch heute noch den ganzen Tag hier. Danke. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe keine Frage, sondern nur noch eine Ergänzung. Ich möchte dir völlig recht geben, dass diese Aufsichtsbehörde ein absolut schwaches Gremium ist, denn es ist ja so, dass jetzt beide Gremien, also sowohl die GPDL als auch diese Aufsichtsbehörde, eine Untersuchung eingeleitet haben bezüglich dieser Abspeicherung oder Fischierung von Namen in den Datenbanken des Nachrichtendienstes. Ja. Und die Aufsichtsbehörde hat Ende letzten Jahres ihre Zwischenergebnisse veröffentlicht und hat gesagt, es sei alles überhaupt kein Problem, es seien keine politischen Aktivitäten abgespeichert
Und ja, bei den Namen sei man vielleicht so ein bisschen an die Grenze gekommen. Und die GPDL hat das ja doch immerhin jetzt ziemlich viel deutlicher kritisiert. Also von dem her möchte ich dir sehr recht geben, dass diese Aufsichtsbehörde natürlich auch strukturell, weil sie ja direkt im Departement selbst angesiedelt ist, vielleicht bestenfalls interessant ist, dass man an Informationen kommt. Aber ich glaube, eine ernsthafte politische Kritik kann man da nicht erwarten. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, in dem Fall fühlt ihr euch vollständig vom Paki zum Nachrichtendienst informiert und der Nachrichtendienst ist offensichtlich keine Blackbox mehr. Wenn du das so sagst, dann muss es stimmen. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interesse. Danke dir, Paki. Der Mitarbeiter des Nachrichtendienstes, der hier im Raum sitzt, dem kann ich sagen, die Anreise war nicht nötig aus Bern, weil wir haben in diesem Jahr ein tolles Videoteam, das sämtliche Vorträge aufzeichnet und das können Sie dann am Montag ganz gemütlich vom warmen Bürosessel anschauen. Hier geht es in einer halben Stunde weiter. Ich muss noch schnell den Zettel holen, um zu spicken. Und zwar wird der, jetzt ist mir der Vorname entfallen, Hausding. es geht um 17 Uhr weiter mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität bei CH Domains. Von einem Mitarbeiter von Switch, dessen Name mir leider entfallen ist. Michael Hausding, jetzt habe ich es wieder, vielen Dank. Ja. Dann geht es hier um 17 Uhr weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.